Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur ESF-Erlebniswelt, wird Europameister mit dem ESF als Coach, einem Angebot des Europäischen Sozialfonds und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Beide informieren Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern über Europa und den Europäischen Sozialfonds. Die ESF-Erlebniswelt besteht aus 6 interaktiven Themenstationen und einem didaktischen Rahmenprogramm, das von Moderatorinnen und Moderatoren begleitet wird. Alle Moderierenden haben eine pädagogische Vorbildung und viel Erfahrung mit Schulprojekten. Hier ist der ESF zu Gast im thüringischen Mühlhausen. Jeweils 60 Jugendliche, also 2 bis 3 Schulklassen, durchlaufen die Erlebniswelt in 4 Gruppen innerhalb von 3 Stunden, natürlich mit Pause. Der ESF ist das soziale Gesicht Europas und er wirkt vor Ort. Und genau das möchten wir den Menschen hier vor Ort zeigen. Konkret funktioniert die ESF-Erlebniswelt so. Die Schülerinnen und Schüler versammeln sich zunächst im Plenum und es gibt eine kurze Einführung. Gemeinsam setzen sie Europa zusammen und tauschen sich über den Kontinent und die Europäische Union aus. Jetzt folgen die 6 Themenstationen. Zunächst geht es um Engagement. Welche Themen sind den jungen Menschen wichtig? Welche Möglichkeiten gibt es, sich für andere Menschen, die Natur oder die Gesellschaft einzusetzen? An jeder Station ist immer auch Interaktion gefragt. Dabei steht der Europapass im Mittelpunkt, der von den Schülerinnen und Schülern nach und nach gefüllt wird. Die Themenstation Europa kümmert sich um grundsätzliches Wissen zur Europäischen Union. Welche Vorteile bietet sie allen Bürgerinnen und Bürgern? Hier geht es vor allem um die Freiheit für Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital und natürlich auch um die gemeinsame Währung. Nächste Themenstation, Soft Skills. Was für Eigenschaften sind für Menschen zusätzlich zum Fachwissen wichtig, um gut im Berufsleben klarzukommen? Was kann ich außerdem, was nicht im Zeugnis bewertet wird? Während die Schülerinnen und Schüler die Erlebniswelt durchlaufen, gibt es auch ein begleitendes Programm für die Lehrkräfte. Jeweils an einem der Tage findet ein Elternabend statt. So können auch Väter, Mütter oder Großeltern die ESF-Erlebniswelt durchlaufen und erfahren, welche Möglichkeiten der Europäische Sozialfonds ihren Kindern und gegebenenfalls auch ihnen selbst in ihrer Region bietet. Mir als Mutter hat es gut gefallen und ich denke mal, die Kinder werden morgen ganz viel Spaß haben. Der ESF gibt sich wirklich Mühe, die Kinder interaktiv tätig werden zu lassen. Sie können sich überlegen, was sie vom Leben erwarten und was sie möchten, wo sie jetzt stehen. Und das ist ein ganz tolles Projekt. Zurück zum Vormittag. Die nächste Themenstation beschäftigt sich mit den Hürden und Unwägbarkeiten auf dem Weg ins Berufsleben und ermuntert die Schülerinnen und Schüler dazu, sich Lösungswege zu überlegen. Hier wird auch deutlich, wie der ESF jungen Menschen ins Berufsleben hilft. An der Themenstation Lebenslauf wird es dann richtig persönlich. Wie stellen sich die jungen Menschen ihre Zukunft vor? Wie soll ihr Lebensweg verlaufen? Natürlich ist immer auch genug Zeit für Diskussion und Fragen. Und schließlich können die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Zukunftsvisionen in einem Foto verewigen. Möchte ich eher auf dem Land oder in der Stadt leben? Welchen Beruf möchte ich ergreifen? Wie soll mein Leben in 5 oder 10 Jahren aussehen? Diese und weitere Gedanken finden sich in den Fotos wieder, die natürlich in den Europapass kommen. Und wie hat es den jungen Menschen gefallen? Ja, es ist wunderbar. Es macht einen heiden Spaß hier. Europa, es zeigt uns, dass Europa wirklich wichtig ist, dass wir Europa brauchen. Am besten gefallen hat mir die Station mit dem Lebenslauf, weil da konnte man auch sehen, man konnte seinen Lebenslauf selber bestimmen. Man hat gesagt bekommen, dass man sein Leben eigentlich selber in der Hand hat. Da können noch so viele Leute einem sagen, was man tun soll. Letztendlich ist es immer die eigene Entscheidung. Am Ende der ESF-Erlebniswelt gibt es ein Abschlussgespräch im Plenum und weitere Informationen, zum Beispiel, was es für ESF-geförderte Projekte am Übergang zwischen Schule und Beruf gibt. Wir werden weiterhin in Regionen Deutschlands gehen, wo die Jugendarbeitslosigkeit noch etwas höher ist als in anderen. Und da hoffen wir natürlich auf eine rege Beteiligung der Schulen, machen dafür natürlich Werbung, rühren ordentlich die Werbetrommel über unsere diversen Kanäle und laden ganz viele Schüler, Eltern und Lehrkräfte ein.
3 spannende Stunden. Und vielleicht hilft die ESF-Erlebniswelt auch ihren Schülerinnen und Schülern auf dem Weg in die Zukunft. Nach dem Motto, werd Europameister mit dem ESF als Coach.